Eine umfassende gesundheitliche Versorgung, dafür stehen die Elbland-Kliniken am Standort Radebeul, geht man seit kurzem über die medizinische Versorgung hinaus. Ein Pflegedienst ergänzt die klinische Behandlung. Wir hatten natürlich die Idee, im Rahmen der Ambulantisierung im Gesundheitssystem die nachstationäre Versorgung unserer Patienten hier besser sicherstellen zu können, gerade als guter Partner aller ambulanten Pflegedienste hier im Landkreis Meißen. Wir sind noch dabei, dass uns das ganz gut gelingt, sage ich mal, aber es war auf jeden Fall ein wichtiger Baustein. Aus meiner Sicht hat der Patient nicht nur einen Anspruch auf ein gutes Entlassmanagement, er hat auch Anspruch auf eine schnittstellenfreie Versorgung. Und das können wir natürlich mit dem eigenen ambulanten Pflegedienst deutlich besser sicherstellen, als das bisher der Fall war. Der Aufbau eines ambulanten Pflegedienstes wurde im Rahmen einer Bachelorarbeit wissenschaftlich begleitet. Dabei ergaben sich interessante Erkenntnisse für die Elbland-Kliniken. Das Thema hat enormes Potenzial fürs Klinikum, für uns als Gesundheitsversorger, natürlich hier im Landkreis einmal. Das heißt, dass der Konzern der Elbland-Kliniken hat da einen enormen Vorteil mit den Standorten, die es schon hat. Und wenn man an diesen Standorten eben ambulante Pflege auch etablieren kann, dann sind wir im Landkreis sehr gut aufgestellt, was ambulante Pflege angeht. Ja. Eine große Schnittmenge zwischen Klinik und ambulanter Versorgung bilden Vorteile, die dem Patienten zugutekommen. Grundsätzlich ist es so, dass wir unseren ambulanten Pflegedienst hier in die Klinik direkt integriert haben. Das heißt, wir haben deutlich besseren Zugang zu Pflegefachkräften. Wir beschäftigen 400 Pflegefachkräfte hier bei uns am Standort. Einige davon, das hat uns sehr gefreut, sind bereit, im ambulanten Pflegedienst eben mit zu unterstützen. In Zukunft wird das Thema ambulante Pflege an den Elbland-Kliniken eine immer größere Rolle spielen. Von Radebeul aus werden dafür die Weichen gestellt.